Okay, dann mach ich's nochmal. Ich bin Tatjana. Und ich Johann. Es klingt jetzt doof, wenn wir sagen, wir sind Familie Felkner, oder? Nö, wir sind ja die Familie Felkner. Hi, ich bin Tatjana. Und ich bin Jöran. Und wir sind die Familie Felkner und haben seit 2019 die Praxis hier übernommen. Und seit kurzem sind wir auch, wie ihr vielleicht hört, zu dritt. Wir wollen euch ganz herzlich begrüßen auf unserem neuen YouTube-Kanal und auch hier bei uns in der Praxis. Wir wollen euch hier ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, mal zeigen, was sich hinter den Türen versteckt, die sonst verschlossen bleiben für euch. Ja, und wir wollen natürlich auch in den kommenden Videos einiges über unser Hauptthema, unser Hauptanliegen, die Zahnerhaltung, euch gerne näher bringen, ein paar wissenswerte Sachen euch zeigen. Und ja, auch da werden einige Videos folgen. Und ja, wenn ihr darauf Lust habt, dann abonniert doch den neuen Kanal, guckt euch die Videos an und los geht's. Wir gehen ins Wartezimmer zuerst. Wenn ihr schon mal bei uns in der Praxis war, dann habt ihr vielleicht schon mal auf einem dieser bequemen Stühle hier gesessen. Wir haben 2019 alles renoviert. Besonders wichtig war uns dabei, dass das relativ minimalistisch ist. Schwarz, Grau, das sind so unsere Töne, gemixt mit Natur und Holz. Richtig. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wenn ihr einmal hier wart, werdet ihr es vielleicht schon gemerkt haben. Und es ist besonders wichtig, dass man hier ankommt, sich ein bisschen entspannen kann, abschalten kann. Deshalb läuft hier auch immer was im Fernsehen, also Reportagen, Dokumentationen, dass ihr abschalten könnt. Es läuft Musik. Einfach nicht so dieses Typische, was man vielleicht sonst vom Zahnarzt kennt. Und immer mit dem Hintergedanken, dass wirklich alle erstmal ankommen können, runterkommen können und sich entspannen können. Wollen wir uns den Eingangsbereich nochmal anschauen? Ja, genau. Das greift ja auch ein bisschen das Motto wieder weiter auf, ne? Hier haben wir uns einen kleinen Traum erfüllt, eigentlich für zu Hause. Sowas haben wir uns immer gewünscht, diese riesen Pflanzenwand. Und es haben schon viele gefragt, das sind echte Pflanzen. Die sind konserviert und anfangs haben wir noch nach allen Blättern geschaut und geguckt, ob da irgendwas dran gekommen ist oder ob da ein Blatt runtergefallen ist. Ja, wie bei vielen Sachen, man gewöhnt sich dran. Und ja, wie du schon gesagt hast, das sind echte Pflanzen. Das heißt, man riecht es auch. Das ist gut. Und ja. Riecht noch. Weiter geht's, oder? Mhm. Ja, bei der Rezeption gibt es jetzt wahrscheinlich, das wird man nicht so gut mitbekommen, aber wir haben sie ein bisschen erweitert. Einfach aus dem Grund, weil wir zwei Arbeitsplätze haben wollten, dass ihr quasi direkt einen Ein- und einen Ausgang habt. Das hat zum einen den Vorteil für unsere Mitarbeiter, dass ja, die da ein bisschen separiert sind und für euch, dass es einfach schneller geht. Vielleicht nehmen wir euch einmal nochmal mit ins Backoffice. Auch so ein Bereich, den ihr wahrscheinlich normalerweise nicht seht, weil ihr dort nicht rein dürft. Aber heute schon. Und deshalb gehen wir einfach mal rüber. Ja, also was heißt Backoffice überhaupt? Backoffice ist halt ein fancy Begriff für Büro. Und worum es geht, ist eigentlich nur für uns. Das ist unser Rückzugsort für unsere Mitarbeiter, die die Abrechnung machen, die das Praxismanagement machen und eben alle planerischen Sachen im Prinzip durchführen. Ein kleines Highlight gibt es in dem Raum immer noch, was immer Spaß macht. Wahrscheinlich unsere Kollegin, die Abrechnung macht, genauso Spaß wie mir. Nämlich? Ja, ein verstellbarer Schreibtischaufsatz. Das heißt, man kann auch schön ergonomisch im Stehen tippen. Das ist natürlich eine coole Sache, kleines Spielzeug, aber es sind ja die kleinen Sachen, die immer Freude machen. Deshalb nochmal schön genießen. Wo geht's weiter? Falsche Antwort. Genau, mein Zimmer. Insgesamt haben wir 6 Behandlungszimmer. Soll ich schon weiter? Ja, ja, also da sind wir jetzt in meinem Behandlungszimmer. Was ihr vielleicht auffällt als erstes, was ihr so jetzt vielleicht noch nicht kennt, ist zum einen das Mikroskop. Das nehmen wir bei uns für die Wurzelkanalbehandlung. Da werden wir bestimmt im weiteren Verlauf noch einige Videos dazu machen, was das für Vorteile hat, was es überhaupt ist. Also von dem her könnt ihr da gespannt sein, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, so sieht es aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Raumschiff, aber ist echt cool. Und was ihr vielleicht auch noch nicht kennt, ist ein intraoraler Scanner für 3D-Scans von euren Zähnen. Das ist ja, relativ neu, sage ich jetzt mal. Die Technik gibt es so seit paar Jahren erst, ist aber auch sehr schön und vor allem für den Patienten natürlich ein cooles Erlebnis, weil man mal wirklich in dreidimensional seine Zähne von einem Winkel sehen kann. Ansonsten, was man auch wieder sieht, ist, wir hatten es vorhin schon im Wartezimmer gesagt, wir lieben Bildschirme. Du liebst heißt, Bildschirme. Naja, du liebst sie jetzt auch, weil du, ja, du liebst ja. Sie auch, komm, genau, super. Nee, das hat folgenden Grund, ihr sitzt an der Decke, ist ein Bildschirm und das auch wieder, auch da wieder, wie wir es vorhin im Wartezimmer gesagt haben, mit dem Hauptargument, dass man sich als Patient entspannen soll. Das heißt, wenn ihr bei uns behandelt werdet, könnt ihr euch zurücklehnen, könnt Netflix gucken, Amazon Prime, was auch immer ihr wollt, könnt auch einfach eine Tier-Doku gucken, whatever.
Auf jeden Fall könnt ihr euch sehr entspannen und ein bisschen abschalten. Und auch hier läuft natürlich klar die ganze Zeit Musik. Ja, das war seit zu meinem Zimmer, oder? Mhm. Du erklärst es auf jeden Fall viel ausführlicher als ich. Ich sag mal, es ist das Technikzimmer. Ja, ich liebe Technik. Mhm. Also, wir hatten ja vorhin über den Intraoral-Scanner oder den 3D-Scan gesprochen. Wie gesagt, wir machen dazu nochmal ein separates Video, wo man auch nochmal zeigt, wie das geht und vielleicht auch mal erklärt, was so alles die Vor- und Nachteile sind. Aber nur, dass ihr hier mal kurz seht, was ich damit meinte. Also, hier in dem Fall ist das zum Beispiel eine Patientin, wo man Ober- und Unterkiefer gescannt hat. Und was das Schöne ist, kann sich halt hier wirklich in 3D alles angucken. Ne? Könnt ihr jetzt auch zoomen zum Beispiel. Ne? Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr bräuchtet zum Beispiel eine Krone oder eine Schiene oder ein Inlay, was auch immer, dann kann man das einfach mit so einem 3D-Scan machen und man muss nicht mehr den klassischen Abdruck machen und ist dadurch auch wesentlich genauer und vor allen Dingen angenehmer, gerade für Patienten, die einen Würgereiz haben. Für die ist diese Masse manchmal sehr unangenehm. Und da ist der Scan eine tolle Sache. Ja, wie gesagt, alles Weitere machen wir dann mal in einem separaten Video. Ja, ich würde sagen, gehen wir weiter in die Prophylaxe. Mein Lieblingszimmer, das größte und hellste und auch das neueste Zimmer von allen. Das war vorher mal ein Lager, hier stand gar nichts drin. Vielleicht haben wir noch alte Bilder. Also hier war nicht mal ein Fußboden drin. Und das haben wir komplett neu renoviert und eine neue Einheit rein. Und das ist das Zimmer, wo man eben landet, wenn man Zahnreinigung bekommt. Und zwar mit diesem tollen Gerät. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber das ist unser Pulverstrahlgerät. Das Coole daran ist, dass man das Wasser aufheizen kann. Das heißt, wenn man besonders empfindliche Zähne hat, dann kann man die Temperatur verändern, ne? Und kann sich dann seine Wunschtemperatur fast aussuchen. Das heißt, für alle diejenigen von euch, die empfindliche Zahnnähte haben, die kennen das vielleicht, bei der Zahnreinigung ist es eher unangenehm, weil das Wasser so kalt ist. Und bei 36,5 oder 37 Grad hat es, glaube ich, habt ihr das Problem halt nicht mehr. Ist super angenehm, ihr merkt nichts und so soll eine Zahnreinigung auch sein. Eben angenehm, ne? Bisschen Wellness. Also, oder was ich noch ergänzen will, ist, das haben wir auch in allen Zimmern, sind halt eben solche Bilder. Warum sage ich das nochmal? Weil das Bilder eben aus, also alles aus Leipzig ist, es ist immer wieder Leipziger Aufnahmen, die vielleicht, also wir haben ja 6 Zimmer und es sind ja teilweise auch Aufnahmen, die ihr vielleicht so nicht kennt. Also das Völkerschlachtdenkmal, das kennt man jetzt wahrscheinlich, aber es sind viele Aufnahmen, die echt sehr schön sind, auch von einem Fotografen aus Leipzig. Das heißt, da lohnt es sich mal, alle Zimmer kennenzulernen, kann man ein bisschen was schauen. Mein Steri. Okay. Hier haben wir tatsächlich nicht so viel gemacht. Der war schon genauso, wie er ist, schön. Ja, aber trotzdem ist das ja sicherlich ein Raum, den ihr so nicht so oft sehen werdet außer oder gesehen habt. Aus dem Bereich. Dann genau, findet ihr den wahrscheinlich auch so cool wie wir, weil er ist nämlich so schön geräumig. Schön geräumig und schöne Trennung Rot und Grün. Grün, also oder man sieht es ja, oder ihr seht es vielleicht noch nicht, aber Rot heißt immer unreine Seite, Grün heißt reine Seite und so wird eben dann... Also vielleicht für die Leute, die gar nicht aus dem Bereich kommen, hier werden unsere Instrumente gesäubert und sterilisiert. Genau, da ist zum Beispiel unter anderem so tolle und unscheinbare Geräte wie das Gerät hier, was so ein bisschen aussieht wie ein Geschirrspüler, nennt sich Thermodesinfektor. Im Endeffekt ist es auch eine Spülmaschine. Das darf man dem Verkäufer nicht sagen, aber prinzipiell ist es so. Ist eigentlich für den Laien wie eine Spülmaschine, kostet nur 20-fach so viel wie die normale Spülmaschine, die ihr so kennt. Aber das ist dann so. Aber ja, ist trotzdem ein sehr wichtiger Raum, weil natürlich Hygiene, besonders in der Zahnarztpraxis, großgeschrieben wird. Und natürlich, ja. Ihr werdet es dann vielleicht so sehen, wenn ihr zur Behandlung kommt, sind die eingeschweißten Sachen, die kommen aus der Spülmaschine und dann schmeißen wir es ein. Das war mein Lieblingszimmer, jetzt kommt dein Lieblingszimmer. Nö, einfach ein Zimmer, aber ich finde es cool. Wir können ja reingehen. Eine der Sachen, die wir neu gemacht haben, ist ein neues Röntgengerät. Und das Coole daran ist, es kann 3D-Röntgen. Also, ihr kennt wahrscheinlich dieses normale Röntgen, kennt ihr ja alle. Beim 3D-Röntgen ist halt, wie der Name schon sagt, der große Vorteil, dass man wirklich durch alle Ebenen, man kann quasi das ganze Gebiss drehen, in allen Schichten durchgucken, ist halt viel genauer. Und hier ist so ein Röntgenbild gerade aufgerufen. Man scrollt durch, ja, und man sieht alle Ebenen des Zahnes. Genau. Das ist natürlich viel genauer und kann man bessere Aussagen treffen als bei einem zweidimensionalen Bild. Vor allen Dingen für dich für die Wurzelkanalbehandlung. Für die Wurzelkanalbehandlung, für Implantationen, all sowas. Von der Strahlenbelastung, ja. Dafür fragen ja natürlich auch immer viele nach. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja. Na dann, gehen wir zum wichtigsten Raum. Mhm. Unser Pausenraum. Der sah natürlich vorher auch nicht so aus, sieht jetzt aber eigentlich ganz gemütlich aus. Zumindest denke ich, dass es allen soweit gefällt, uns gefällt es. Und wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann wisst ihr schon, dass wir alle Kaffee lieben. Genau, und deshalb haben wir natürlich auch 3 Kaffeemaschinen, weil eine ja viel zu wenig wäre.
Und trotzdem haben wir heute bei Starbucks bestellt. Ja. Ich sag jetzt mal, natürlich mit Corona ist es ein bisschen schwieriger. Da sitzen wir jetzt nicht so eng beieinander, aber generell haben wir uns auch relativ oft Team-Meetings, einmal die Woche. Da eignet sich so ein großer Raum natürlich perfekt. Was wir nachrüsten mussten, war der Kühlschrank. Ja, alle bringen sich ihr Essen selbst mit und der kleine Kühlschrank hat nicht mehr genug Platz gehabt. Ja, und außerdem stoßen wir auch ab und zu gerne mal Ende der Woche an und es hat einfach auch nicht mehr für die Sektflaschen gereicht. Ist da eigentlich was drin? Da ist was drin, ja. Ah ja, Alkohol und Kuchen. Ja. Und ich glaube noch mein Mochi-Eis, oder? Ah. Nein, kein Eis. Ein jemand hat mein Mochi-Eis gegessen? Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen Alkohol ist da drin, ja. Aber auch da wieder, wenn ihr Instagram guckt, werdet ihr das ja manchmal sehen, dass wir gerne auch mal anstoßen. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen und mal sehen, wie es bei uns aussieht. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt oder vielleicht auch selber Ideen habt, was euch interessiert, was ihr von uns wissen möchtet, dann schreibt gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal und bleibt dran, denn weitere Videos werden folgen und seid gespannt. Bis dahin. Ciao.